Ach so, ich darf gar nicht so hoch bauen. Weil Eindhoven gar nicht so groß ist. Stufe 4 ist das Höchstmaß im Moment. Nicht gut. Dann muss ich jetzt erstmal dafür sorgen, dass Eisen schon mal eine Stufe größer wird. Hast du etwa Probleme mit der Zuverlässigkeit deiner Lokomotiven? Das nicht unbedingt, aber danke, dass du mich darauf hinweist. Kohle kommt. Eisen haben wir jetzt zwei Züge, die immer alles abtransportieren. Ja, das ist jetzt natürlich nervig. Ab wann geht das denn? Ab 90.000? Ja. Gut. Das heißt, es war also gut, hier die Bibliothek zu bauen, sodass die jetzt erstmal hochwachsen. Und dann müssen wir weiter gucken. Auxerre, Tours und Orléans, die versorgen sich hier alle wunderbar gegenseitig. Alles ist perfekt. Glück gehabt. Der Erpresser hat versucht, seine Drohung wahrzumachen, ist jedoch von deinem Sicherheitspersonal gefasst worden. Ich habe nicht mal Sicherheitspersonal, aber schön, dass er es geschafft hat. So, und wir können im Prinzip diese Strecke hier komplett abreißen und lieber drei Züge automatisch von Auxerre nach Lille entschuldigt, fahren lassen. Sodass dann immer mehr Leute unterwegs sind von Auxerre über Lille, dann nach Brüssel, Eindhoven und so weiter. Das heißt, hier werden ganz, ganz viele Leute dann auch nochmal für zusätzliches Geld sorgen. Und es ist gut so. Wahrscheinlich brauche ich dann auch noch mehr an Zügen. Wir können auch Nanzig und Straßburg noch reinholen. Ist mir jetzt aber nicht so wichtig. Bin erstmal froh, dass Luxemburg groß genug ist und die Universität hat. Eindhoven ist bei 79.000, hat fast die 90.000 und Hannover hat schon die 100.000, das ist gut. Brüssel ist bei 72.000, wächst aber noch weiter. Tours, Orléans und Auxerre werden sich ebenfalls weiter bedienen, alles ist gut. Kohle ist noch genug da. Chemikalien kann ich erstmal nicht weiter erhöhen. Ist jetzt natürlich doof. Hätte ich mich mal doch vorher drum gekümmert, dass die auf 90.000 kommen. Aber hey, wir haben die Chemikalien fast vollständig und dann werden wir die Verbindung nach Reims sowieso trennen und dann können die meinetwegen noch mehr Waffen produzieren, dass wir vielleicht auch das hier mit den 1.000 Waffen irgendwann mal fertig kriegen. Unternehmenswert ist andauernd am Schwanken. Die wissen auch nicht, was sie da berechnen sollen. Ja, wir können auch noch weitere Städte mit reinholen. Verbinden. Hier, guck mal. Worms, Straßburg, Ulm. Auch eine schöne Kombi. Dürfte eigentlich ganz gut laufen. Die haben Holz hier. Die haben aber keinen Mais. Das ist doof. Die Kombi mag ich nicht. Wie sieht's aus mit Paris? Paris hat bloß Bier. Lille, Cannes. Orléans. Diese Sabotage war eine sauber durchgeführte Arbeit. Das muss ich schon sagen. Es ist auch nicht mehr so viel frei, ne? Wir können noch Groningen mit Bremen verbinden, dann hätten die wenigstens genügend Stoffe dort. Und Bremen würde vielleicht auch mal irgendwas bekommen, was sie gebrauchen können. Die sind im Moment nicht so glücklich. Stahlindustrie in Kassel. Ja, kaufe ich euch ab. Wo ist denn Kassel? Da. Wieso habt ihr eine Stahlindustrie? Die Franzosen mögen harte Gegner sein. Aber wenn sie keinen Ausweg mehr sehen, werden sie schon bald aufgeben. So, Hannover, Reims brauche ich nicht. Ich brauche Köln, Reims. Nee, Köln auch nicht. Ich brauche Eindhoven. Da. Gut, Zuglinie trennen. Dann können die Chemikalien jetzt wieder gut produziert werden und rübergebracht werden nach Hannover, sodass dann wieder mehr Waffen entstehen. Und die Konserven sind wichtig. Die könnten wir ebenfalls nochmal erhöhen, wenn das möglich ist. Nein, erst ab 60.000 Einwohnern. Ist okay. 3,2 die Woche ist ja auch schon völlig in Ordnung, aber irgendwas fehlt denen. Stall haben sie, Gemüse haben sie auch. Was hat euch denn jetzt gefehlt? Wahrscheinlich kam Gemüse jetzt gerade nicht so schnell hinterher, aber die sind eigentlich ganz gut in der Produktion mit Stufe 4. Sind sie auf jeden Fall perfekt dabei. Eisen wird weiterhin produziert. Das kostet doch alles Zeit und Geld. Der Profit die Woche ist bei 28.000. Profit insgesamt 926.000. Wir können jetzt noch mehr Stahl produzieren über Kassel und dann das Ganze natürlich ebenfalls nach Hannover bringen und hier die Waffenindustrie natürlich erhöhen. Erstmal die Bekleidungsindustrie, ist überhaupt eine gute Idee. So, jetzt haben wir noch mehr Waffen.
Chemikalien waren lange aus, aber jetzt kommen immer mehr mit dazu. Und so produzieren wir jetzt richtig viele Waffen, um dann gegebenenfalls irgendwann mal die 1000 zusammenzukriegen, was ich aber nicht glaube, dass wir das schaffen. Ich bin erstmal froh, wenn wir überhaupt die ganzen Universitäten gebaut kriegen. Also Brüssel muss noch wachsen. Muss auch gerade mal gucken, was die noch so benötigen. Milch kann ich holen. Obst gibt es nicht. Braucht ihr noch irgendwelche normalen Waren? Holz, ja. Pff, Holz habt ihr Pech. Milch bringe ich euch. Das ist kein Problem. Um Lil natürlich herum, sonst weinen die wieder. Ihr versorgt uns gar nicht, aber wollt das durch uns durchziehen bis nach Brüssel. Das ist gemein, ich mag euch nicht mehr. So, bitteschön. Milch kommt. Das dürfte reichen, um Brüssel dann wieder weiter wachsen zu lassen. So, dann einmal bitte hin und her fahren. Und da ist die Milch unterwegs. Hier bauen wir auch mal gleich ein Wartungsdepot. Ich vertraue meinen Leuten nicht. Vor allem nicht den Zügen, die immer so anfällig sind. Und Geld haben wir eigentlich genug. Das ist kein Problem. Jetzt sind auch wieder Forschungspunkte da, die wir nutzen dürfen. Maximalgeschwindigkeit bis zur Bourbonnaise. Nee, das brauche ich nicht. Erhöht die Effektivität des Zuwanderungsbüros. Brauche ich auch nicht. Nicht mehr. Die laufenden Kosten der Wartungsposten ist mir egal. Reduziert die Kosten im Personalbüro. Ermöglicht ihr den Baukauf von... Nee, danke. Verringert die Kosten für den Bau von Tunneln. Zu spät. Verbrauch von Wassersand und Schmieröl sinkt. Der Restwert der Lokomotiven wird erhöht, beschleunigt die Abfertigung der Waggons und verringert die Kosten für den Bau von Tunneln, können wir dann nehmen, sodass wir irgendwann auf die preußische G5 kommen, aber die brauchen wir auch nicht mehr. Wahrscheinlich sind wir bis dahin dann auch fertig, bis wir die Punkte alle haben. Hoffe ich zumindest, dass das alles wunderbar läuft. Ein Hofen wird immer größer. Sehr schön, hier haben bald die 90.000. Hier haben wir ja schon 90.000. Da haben wir die 100.000. Hier ist sogar schon die Uni. Hier noch nicht. Aber wir könnten die Uni hier bauen. Ich traue mich nicht. Warum darf ich die in Worms nicht bauen? Preußisches Arsenal. Kann ich auch nie abreißen. Na gut. Eindhoven hat aufgehört zu wachsen. Nein. Was fehlt euch denn? Auch Milch. Ich bringe euch Milch. Wartet. Alle wollen sie Milch. Ihr müsst wachsen. Ihr müsst mir unbedingt dazu verhelfen, meine Mission zu schaffen hier. Glückwunsch. Doch so etwas würde ich niemals kaufen. Nee, weil du auch keine Ahnung hast. Gut, ich auch nicht, aber das müssen wir keinem verraten, ne? So, dann bauen wir auch hier nochmal einen Versorgungsturm. Wir hatten hier schon ein... Nein, Wartungsdepot war hier noch nicht, das ist natürlich dumm. Und hier sagen wir jetzt einmal bitte aufstufen und zwei Züge mit Milch rüberfahren lassen nach Eindhoven. So dass die auch versorgt sind und noch weiter wachsen können. Was fehlt euch sonst noch? Obst und Gemüse ist klar. Alkohol bekommt ihr aus Amsterdam. Die Alkoholfabrik, die produziert allerdings nicht besonders viel. Kann das sein? Groningen kriegt jetzt erstmal eine Verbindung nach Bremen. Dürfen die sich gegenseitig nochmal abschleckern? Gut. Drei Züge von hier nach da. Meinetwegen auch fünf. Transportiert, was ihr wollt. Macht Bremen fertig. Bringt denen, was sie brauchen. Und fahrt meinetwegen mit 20.000 Leuten durch die Gegend. Das ist völlig in Ordnung. Gut. Brüssel wächst weiter. Darauf kommt es mir an. Fehlt euch noch was von den Anfangswaren? Fleisch fehlt euch. Stimmt, Fleisch haben wir auch noch nicht. Könnten wir auch aus Lille mit hochbringen? Wäre noch eine Possibility.
genügend Geld haben wir, um uns leisten zu können, das unten mit anzubringen. So, 500.000. Geht klar. Und bitte dann nur Fracht mit hochbringen nach Eindhoven, dass die die Möglichkeit haben, noch weiter zu wachsen. Viel Spaß. Ich hoffe, ihr produziert genügend Fleisch, aber das sollte eigentlich reichen, um zwei Städte zu versorgen. So, Brüssel wächst weiter. Ist fast bei 90.000. Ihr werdet jetzt auch nochmal Milch und Fleisch bekommen. Dadurch werdet ihr auch noch weiter wachsen und dann werden wir auch hier die 90.000 kriegen. Unser Unternehmenswert wächst nicht so schnell, wie ich das gerne hätte, aber das liegt auch daran, dass wir jetzt nicht wirklich gute Verbindungen haben, die sich immer gegenseitig irgendwas durch die Gegend zuschustern. Das könnten wir noch verbessern. Lil produziert Fleisch raus und kann auch. Das bringt mir alles nichts, aber ich werde jetzt Paris... Ach nee, Paris kann ich gar nicht anschließen. Ist noch verboten. Auxerre, Straßburg, Nanzig... Hier ist wieder... Na, Auxerre könnte Bier liefern. Nach Nanzig und Dijon. Jetzt wollte ich das abreißen. Ich wollte eigentlich nur die Konzession erwerben, danke. So, hier auch. Deine Bauentscheidungen kosten mich Zeit und Geld. Und Nerven. Nicht zu vergessen. Und Nerven. Das war jetzt dumm. So, dann bauen wir hier erstmal einen neuen Bahnhof. Dann in Nanzig. Bordel de merde. Hättest du nicht woanders bauen können? Nein, hätte ich nicht. So, den Zucker bringen wir dann auch gleich mal überall mit hin. Was brauchen wir sonst noch? Zucker, Getreide und Mais kommt von hier. Brauche ich also nicht hier hochbringen. Durchgeführte Arbeit, das muss ich schon sagen. Und Holz kommt aus Nanzig. So, da machen wir jetzt genau das gleiche Dreieck nochmal. Um noch mehr fahren zu lassen und unser Unternehmenswert weiter zu steigern. Oben gibt es schon wieder Probleme. Na, wo? Eindhoven. Hier habe ich schon wieder irgendwas nicht fertig gemacht. Gut, jetzt fährt er. Viel Spaß. Nach Lille. Eindhoven ist endlich gewachsen. Super. Bibliothek abreißen. Universität bauen. Ihr würdet noch eine weitere Fabrik mit dazu nehmen, aber ich wüsste nicht, was ich euch noch Schönes an die Backe drücken soll. Eigentlich habt ihr hier alles, was ihr braucht. Es würde sich nicht mal lohnen, irgendwie Holz zu Brettern zu verarbeiten. Das macht Luxemburg schon. Brüssel muss nur noch wachsen und dann bauen wir in Hannover unsere letzte Uni und dann sind wir durch. Gut, weiter. Ich bin hier noch lange nicht fertig. Ein neuer Bahnhof in der Stadt. Und nun? Sehr schön. Hier kam Zucker schon ran. Gut, das heißt, hier habe ich nichts mehr zu erwarten. Nö, hier ist nichts in der Nähe, das ist okay. Na, das ist jetzt doof. Ich will natürlich nicht in die Erde bauen. Super. Dann müssen wir jetzt noch Getreide und Mais mit ranbringen. Kompliziert, kompliziert, aber es wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinbekämen. Gut, vielleicht nicht als Vorstandschef, nicht mehr. Dafür habe ich am Anfang viel zu viel versaut. Aber das wird schon.
Okay. Jetzt noch der Versorgungsturm überall mit dran. Dann können hier gerne schon mal die Züge fahren. Das andere bauen wir später mit ran. Sehr gut. Weizen. Und Mais. Weitere Versorgungstürme. Ein Lager für Weizen und Mais. Züge fahren rüber. Auxerre bekommt nochmal einen Zug für Zucker. Dann bauen wir noch Wartungsdepots. Hier auch gleich eine Lagerhalle für Zucker. Wartungsdepot. Und dann brauchen wir hier oben nur noch das Holz und Rinder muss ich auch noch irgendwo hier anschließen. Wartungsdepot. Lagerhalle für Holz. Ach so, Mensch, wenn Eindhoven jetzt größer ist, her mit der besseren Chemieproduktion. Oh, geht gar nicht, kein Geld. Ja, machen wir gleich. Straßburg lasse ich jetzt mal außen vor. Die sind mir gerade relativ Wurst. Eins, zwei. Zug ist dabei. Hier hatte ich jetzt schon Warendepot, ne? Ja, perfekt. Beziehungsweise Wartungsdepot, nicht Warendepot. Und wir bräuchten eigentlich auch Rinder in Nanzig. So, sind hier viele Leute unterwegs? Eigentlich dürften nicht so viele unterwegs sein. Höchstens nach Auxerre, weil sie von hier aus dann überall hinkommen. Zumindest nach Cannes und nach Lille. Hauptsächlich Lille. Die Banne demonstriert eindrucksvoll, wie es nicht gemacht werden sollte. Ach, leck mich. So, und wir könnten in Luxemburg nochmal einen dritten Bahnhof bauen. Wie sieht Brüssel jetzt aus? Gut. Da hatten wir die Bibliothek, die reißen wir ab, bauen hier jetzt die Uni, bauen dort eine Uni. So profitieren nicht nur wir, sondern auch die anderen von deinem Reichtum. Das sollte deiner Firma ordentlich Prestige verschaffen. Ja, damit ist die Aufgabe schon mal erfüllt. Wir müssen im Prinzip nur noch 100 Ladungen Konserven nach Reims liefern. Und nebenbei sorgen wir dafür, dass wir noch eine Verbindung zwischen Nanzig und Luxemburg bekommen. Mache ich das nämlich anders. Stell das hier mit ran. Ja, fahr erstmal, damit ich das abreißen kann. Danke. Oh, verkehrt. Na gut, das kann mal passieren. So, dann wieder hin. Auf nach Luxemburg. Und dann können die da meinetwegen umsteigen und in die anderen Städte reinfahren. Vier Züge, alles meinetwegen hin und her bringen, ist okay. Und es fahren sehr viele Leute wahrscheinlich über die ganzen Städte von Nanzig nach Luxemburg. Okay, das läuft. Orléans, Auxerre, Tours, Wachsen, Dijon, Nanzig, super. Alle sind sie groß genug, um dann zumindest das ein oder andere schon mal in der Produktion mit drin zu haben. Ihr könntet noch irgendwas anderes Schönes produzieren. Hier werde ich jetzt erstmal Käse machen. Das ist überhaupt die Idee. So, viel Spaß mit dem Käse.
haben noch genügend Kohle. Wir haben genügend Eisen, auch wenn das tatsächlich sehr, sehr gut produziert und abgebaut wird. Das ist ja Wahnsinn, dass wir auch immer noch so viel Stahl produzieren. Waffen sind wir gut dabei. Bringen wir jetzt auf die 5. Stufe. Was könnte Brüssel noch produzieren? Ich habe keine Ahnung. Bin erstmal froh, dass die Städte hier alle wunderbar wachsen. Uns geht es ja nur noch darum, die Konserven hier voll zu kriegen. Und da gucken wir mal, woran es mangelt. Wir haben genügend Gemüse da, wir haben genügend Stahl da. Im Prinzip ist es wirklich nur die Produktion, die noch minderwertig ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir später noch alles nach Paris liefern müssen. Ich glaube, dann kriege ich ein Korn. Muss ich nochmal so viele Strecken bauen. Aber wir sind schon bei 84 Millionen Unternehmenswert. Das ist hervorragend. So, dann noch weitere Versorgungstürme. Aufgabe erfüllt. Oh. Sehr gut. Weitermachen. Der Krieg hat uns zusammengeschweißt. Wenn er vorbei ist, werden wir uns mit den anderen Staaten zusammensetzen. Bald werden wir geeint sein, als ein vereinigtes Deutschland. Jawohl! Ein glorreicher Sieg für uns! Wir erhalten Kontrolle über die gesamte Region Elsass-Lothringen. Wir sollten die Region sofort ausbauen. Ich denke, du weißt, was zu tun ist. Ja, endlich dürfen wir nach Paris und wir haben die letzten beiden Aufgaben bekommen. Sorge im Gebiet Elsass-Lothringen für 80.000 Einwohner. Wir sind ja gerade dabei, die ganzen Städte größer zu machen. Und kaufe das Unternehmen von Hélène Gérard auf. Und das machen wir im nächsten Part. Vielen lieben Dank fürs Ansehen und bis gleich hier bei Railway Empire 2. Ich bete für 1 Million Abonnenten und ebenso vielen Likes. Hoffentlich werden meine Gebete erhört.